Jo, Fischlins, wie geht's euch? Ich bin's, euer Octagon alias Octa. Das letzte Mal wollten wir zu Elysis, oder wie das heißt. Aber wir brauchen Auflockern. Ich habe Auflockern aber nicht und ich habe herausgefunden, wo es ist. Und zwar... es ist... Hierhin muss ich Fischlins. Ich muss zum Pokémon Safari Fischlins. Dort müsste es sein. So, das ist Pokémon Warte. Herz, was machst du? So. Durch Molos sind man manchmal ein. Ich habe beim Versuch, mich zu befreien, derart die Geduld verloren, dass das Safari-Spiel für mich komplett gelaufen war. Durch den Fernglas kannst du sehen, welche Pokémon du im Großmoor fangen kannst und wo du sie findest. Nein. Bilde ich mir das nur ein oder erscheint heute andere Pokémon Großmoor als gestern? Im Großmoor gibt es eine Eilbahn. Eine Fahrt damit bietet sich an, wenn du in ein weit entferntes Areal gelangen möchtest. Okay. Willkommen im Großmoor. Nein. Willkommen in Großmoor, dem Schauplatz des Safari-Spiels. Alles, was du dafür brauchst, sind $500. Bist du dabei? Okay. Hier sind Safari-Bälle. Auf Wiedersehen, Bua. Okay. Ich glaube, der ist es, der Auflocken. Hier habe ich während des Safari-Spiels gefunden. Diese Thema halt der Attacke auflockern, aber keines meiner Pokémon kann sie erlernen. Daher würde es mich freuen, wenn du sie mitnehmen könntest. Okay, Leute, wir haben Auflockern gefunden. Setzt Auflockern über die App vor allem Attacken ein, kannst du Wege von schneeweißen Nebel befreien. Das war's. Das hat mich $500 gekostet, Fischlins. Aber ist schon okay. Von hier kommt man viel schneller dahin. No. Bin ich hier wirklich richtig? Scheinbar. Schau, wie der Kraterberg sich vor uns erhebt. So riesig möchte ich auch irgendwann mal werden. Okay. Wanderer Melvin möchte kämpfen. Wanderer setzt Kleinstein ein. Okay. Psychoschock würde reichen. Onyx. Ja, da fällt noch einiges.
Du hast dich vor mir erhoben wie ein gewaltiger Berg. Ich glaube, ich bin hier falsch, Fischlins. Vielleicht war ich doch richtig, Fischlins. Ich will eure Zeit nicht vergeuden. Deswegen gehe ich von hier aus dorthin. So, jetzt können wir nichts falsch machen, Fischlins. So, da sind wir schon noch. Ponita. Psychokinese. So, jetzt müsste ich nein, wartet mal, das ging ja anders. So. Könnte ich die VM auflockern einsetzen, würde ich damit für besseres Wetter sorgen. Wie geht das? Na, ein Vogel-Pokémon steckt mit dem Vogel und löst so das Nebel auf. Da, der Ninja Boy. Jetzt habe ich dich überrumpelt. Das war mein Plan. Während du dich noch vom Schreck erholst, schnappe ich mir den Sieg. So leicht wird's nicht, Ninja Boy Manuel. Psychokinese. Da fehlt nicht mehr viel. Psychoshock. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass Pion Draghi zu einem meiner Lieblings-Pokémon gehört. Die Weiterentwicklung von Pion Scorer. Zubat. Das, was es besonders macht, ist, dass es kaum Schwächen aufweist, wegen seines Typs quasi. Natürlich gibt es da bessere Meta-Pokémon, aber Pionskora mag ich auch von Aussehen extrem. Lunch ist jetzt dran. Los, Lunch! Lunch, Lunch! Okay, Stärke!
Was ist hier los? Du bist ja kaum aus der Fassung geraten. Ich habe die $500 zurück für Schlins, die ich für den Safari verloren habe. So, Zerschneider. Als Erstrainer muss ich stets einen kühlen Kopf bewahren, egal ob ich gewinne oder verliere. Cora. Shell Crane. Keine Ahnung, wie man deinen Namen ausspricht. Ich habe dich immer Shelterer genannt. So ein bisschen Französisch. Wartet mal, ich kämpfe mit dem falschen Pokémon die ganze Zeit. Schade, wir haben Lunch nicht lange kämpfen sehen. Lunch meine ich, sorry. Bin kurz verwirrt gewesen wegen der Wrestler Rouge, der Rush geschrieben wird, aber Rouge ausgesprochen wird. Von AEW, vielleicht kennt ihr ihn. Oh nein, warte. So, jetzt. Hier kommt dein Trainer, bist du bereit? Ede, los geht's! Sieh hin, Ines, ich werde alle Tricks einsetzen, die du mir beigebracht hast. Garados und Raichu. So. Ich glaube, Garados hat auch Bedroher. Ja, war mir klar. Okay, du setzt Fliegen ein gegen Garados. Und du Finsteraura, oder? Ja, Finsteraura gegen Raichu. Raichu ist weg. Piepmatz hat ein Level ab. Das ist blöd, das ist sehr blöd. Gut, dass es mich nicht getötet hat. Finster auf Garados. Das war's. Und Garados. Zetten hat auch ein Level abbekommen und Antonio ist wieder dran. Fischlins, Antonia. Dabei sieht Ede doch zu mir auf, wie beschämt. Uff! Wie kannst du nur so stark sein? So, wir nähern uns auch dem Ende für Schlins langsam. Und im nächsten Part werdet ihr wieder Antonia sehen. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Und wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall ziemlich bald Ewigstein bekommen. So können wir verhindern, dass Antonia ständig versucht, sich zu entwickeln. Ja, Fischlins, das war's von mir heute. Danke, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, das Video zu teilen, falls es euch gefallen hat und damit auch eure Freunde mit uns und mit Antonia zusammenreisen können. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part, Fischlins. Haut rein. Bah!